Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es auch werden wollen. Ich bin der Seno und herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber hoffentlich feinen Dev-Update quasi. Der ein oder andere von euch weiß es, ich bin unter die, klar, gegangen kann man nicht sagen, aber ich bringe mir momentan das Programmieren so ein bisschen selber bei und arbeite hier an einem Spiel, das ich so in meinem Kopf habe und das ich irgendwie quasi zu Papier bringen muss. Und das ist natürlich nicht ganz leicht. Ich zeige euch mal den aktuellen Stand, was ich bis jetzt alles noch habe. Ich gehe jetzt, was das Coding angeht und so, nicht zu sehr ins Detail. Aber so ein kleines Update hin und wieder, glaube ich mal, könnte den einen oder anderen von euch auf meinem Kanal vielleicht ja interessieren. Von daher teile ich das gerne mit euch. Die Idee des Spiels ist also eine Mischung aus Slay the Spire und Legend TD Tower Defense, falls ihr das kennt. Also ursprünglich war die Idee, ein Kartenspiel zu haben, einen Deckbuilder zu haben, wo man sich ein Deck baut. Mit diesem Deck kann man Upgrades durchführen oder Einheiten erwerben quasi. Und die Einheiten werden dann von Runde zu Runde gegen andere Einheiten kämpfen, ohne dass man sie kontrollieren kann. Also als Auto-Battler quasi. Ich habe die Karten, dieses Deckbuilding-Element erstmal verworfen, weil das ein bisschen noch über meinem Skill-Level liegt und ja, ein bisschen von der Idee bin ich abgewichen. Und ich zeige euch einfach mal, wie es jetzt momentan so aussieht. Ja. Das hier war der allererste, machen wir nochmal anfänglich hier, das ist das Hauptmenü, ja, wunderschön, bin ich relativ stolz auf diesen Hintergrund hier. Ich arbeite in Godot, muss man dazu sagen, das seht ihr hier im Hintergrund, Godot 4. ich glaube 1 ist es momentan, die aktuelle Version. Und es ist schon Wahnsinn, was man damit alles machen kann, wenn man sich ein bisschen reinfuchst. Ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse gehabt, was das Coding angeht, oder nur sehr, sehr wenig. Und bin relativ stolz drauf, was ich bis jetzt zusammengestellt habe. Also, hier haben wir das Hauptmenü, ja. Der Knopf macht nichts anderes, außer hier unten To Be Done zu spammen. Ja. Wenn ich auf Quit drücke, geht das Spiel sogar aus. Ja. Also, die wichtigsten Funktionen sind schon mal drin. Wenn wir auf Play drücken, kommen wir direkt in das Kaufmenü. Das ist eigentlich so nicht Sinn der Sache. Aber das war das Erste, was ich programmiert habe. Und um quasi diesen Bildschirm hier zu erreichen, braucht ihr natürlich irgendeinen Weg. Deshalb habe ich einfach den Play-Button genommen. Wir haben 5 verschiedene Einheiten momentan, durch die wir durchskippen können. Ja, grafisch ist alles noch so ein bisschen krude teilweise. Die Flammen sehen noch nicht so hundertprozentig aus. Die Eisaura des Eisschleims sieht auch noch nicht so hundertprozentig aus. Aber es geht mir erstmal darum, die Zusammenhänge zu verstehen und mir das alles beizubringen. Das heißt, Grafik und Sounddesign am Ende ist die kleinste. Oder steht relativ weit hinten auf meiner Prioritätenliste momentan. Wobei ich sagen muss, diese ganzen Grafiken hatten keinen Sound. Alle Sounds, sowohl die Button-Sounds, als auch die Hintergrundmelodie, als auch der Sound, den hier die Einheiten machen. All das habe ich selber komponiert quasi. Also nicht komponiert, aber selber zusammengesucht. Ja, und innerhalb der Software hier zusammengestellt. Diese ganzen Soundeffekte, die ihr hört, die gehören nicht zu den Grafiken. Die habe ich, wie gesagt, selber gesucht. Ja, hier gibt es zum Beispiel keinen Windsound. Aber das sind alleine 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Sounddateien, die hier quasi gespielt werden, nur bei dem Angriff. Und dann haben wir noch den Ritter, das ist der am besten animierte und am aufwendigsten gestaltete Charakter, den wir momentan haben. Und auch der stärkste, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben hier das Kaufmenü, ihr könnt hier oben sehen, wir haben Gold und Income, wir haben Mana und Maximum, wir haben Food und Consumption. Das heißt, wenn man Einheiten kauft, kaufen wir zum Beispiel mal einen Ritter, könnt ihr sehen, dass sich das hier oben dementsprechend reduziert oder die Werte sich verändern. Der Ritter kostet, das sehen wir hier drüben, ein bisschen schwer zu lesen tatsächlich, 298 Gold, das wurde eben abgezogen. Und Mana kostet der aus 0, deshalb hat sich da nichts verändert. Aber der braucht jede Runde quasi 11 Nahrung. Und dementsprechend wird das hier raufgezogen. Nach jeder Runde wird quasi der Verbrauch an Nahrung von unserer Nahrung abgezogen. Nicht, wenn wir kaufen, sondern eben erst nach jedem Tag quasi. Ja, der Schleim hat hier tatsächlich dieselben Werte. Kostet dasselbe. Da habe ich noch nicht so viel Anpassung gemacht. Der Necromancer hat ein bisschen andere Kosten, der kostet zum Beispiel Mana, dass das abgezogen wird. Und so können wir uns hier eben Einheiten kaufen. Und wir können dann auch durch die Einheiten mit dem Mauszeiger durchskippen hier und auf Verkaufen klicken und so unser Team zusammenstellen. Jetzt zu Testzwecken haben wir natürlich unendlich viel Geld und unendlich viel Mana, beziehungsweise mehr, als wir gebrauchen können. Einfach nur zu Testzwecken. Hier in diesem mittleren Bereich werden dann die Werte der Einheiten stehen. Das sind momentan noch nicht so viele. Die haben also nur Lebenspunkte,
einen Schadensreichweite quasi und dann gibt es einmal den Hinweis, ob sie Fernkämpfer sind, was für einen Typ sie sind und was für eine Waffe sie benutzen. Also das habe ich tatsächlich eigentlich auch umbenannt. Finde ich ein bisschen komisch, dass das hier noch so steht. Eigentlich ist das hier quasi der Creature-Type, falls einer von euch Magic spielt, das Kartenspiel, kennt ihr das Prinzip. Und bei Weapon soll eigentlich Attack-Type stehen, also sowas wie Schwert oder Gift oder Feuer oder Eis, ja. Das ist quasi die Schadensart. Werde ich später für Resistenzen, für Rüstung und so weiter brauchen, haben wir momentan aber noch nicht implementiert. Deshalb ist das hier alles erstmal nur so eine grobe Übersicht, das ändert sich dann alles. So. Wenn wir ein paar Einheiten kaufen jetzt hier und dann auf Start drücken, passiert erstmal nichts. Ja, ich kann die Einheiten jetzt hier in dem Level platzieren und wir haben sofort gewonnen, weil es hier noch keine Gegnereinheiten gibt. Denn am Anfang hatte ich da Einheiten und dann habe ich ein bisschen das Kämpfen simuliert, das war auch ganz okay. Aber ich habe jetzt das Spiel weiterentwickelt und habe jetzt hier die Weltansicht. Und das wird quasi, wo das Spiel dann wirklich anfängt. Und wir haben diesen kleinen Ritter hier unten, wir können ihn sehen, ja, das sind quasi wir. Wir haben hier diese wunderschöne 2D-Pixelkarte. Ich starte nochmal eben neu, dass wir auf den richtigen Level gezoomt sind hier. Und per Rechtsklick kann ich jetzt anfangen, hier rumzureiten. Und wenn wir lange genug reiten, kommt irgendwann ein Random Encounter. Ihr könnt das hier unten links sehen. Ich habe da jetzt eine 10%ige Chance. Das heißt, immer wenn die zufällige Zahl, die gewürfelt wird, hier unter 0,1 ist, ja, wie wir es jetzt hier mit 0,03 hatten, passiert irgendein Random Encounter. Ja. Dort sind Schleime. Wollt ihr kämpfen? Dann habe ich hier Buttons, Run, Wait oder Fight. Lauf mal weg. Wir laufen mal ein bisschen weiter rum. Oh, hier ist sogar eine große Gruppe von Schleimen. Ja, ich habe also verschiedene Encounter. Da klicke ich dann mal auf Fight. Können wir unsere Truppe zusammenstellen. Ich nehme einfach immer mal vier Ritter. Mal gucken, ob die vier Ritter quasi die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schleime besiegen. Pack die mal hin und jetzt beginnt der Kampf. Und da könnt ihr sehen, das läuft sogar schon einigermaßen rund. Alles selber programmiert, wie sie sich bewegen und verhalten. Merkt man zum Beispiel hier auch, dass sie noch sehr zusammenklumpen. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht irgendwie einen coolen Knockback-Effekt oder so. Oder ich muss den Leuten irgendwie eine Collision-Box geben, sodass die sich gegenseitig nicht überrennen können. Aber ihr könnt sehen, die vier Ritter haben tatsächlich hier die 8 Schleime besiegt und wir haben gewonnen. Dann soll es eine Belohnung geben und so weiter und so fort. Da sitze ich jetzt halt quasi noch dran. Und so verdient man dann sein Geld. Die Idee dahinter ist auch, dass je länger man hier auf der Welt reitet, desto mehr. Und wenn wir mal rauskommen, es gibt ja auch verschiedene Gebiete. Ist jetzt auch erstmal nur so eingezeichnet, hier so ein bisschen random designed, alles ein bisschen. Wir haben Städte, die wir besuchen können, da können wir uns dann neue Truppen kaufen. In den Random Encountern sollen wir dann auch Entscheidungen treffen können. Na, momentan sind das immer nur Schleimgruppen, denen wir begegnen, aber da sollen dann auch ein bisschen interaktivere Sachen sein, wo man dann Entscheidungen treffen kann, Upgrades erwerben kann, Entscheidungen, so ein bisschen RPG-Elemente halt haben kann. Und da sitze ich halt momentan bei. Das ist tatsächlich ganz cool, das hat auch jeder, das kann ich euch eigentlich mal im Code zeigen, wenn wir uns das hier unten mal angucken. Jedes Feld, auf das wir quasi laufen und jeder Encounter, den wir haben, der hat verschiedene, das vielleicht hier zeigen, der hat verschiedene, wenn wir uns die Weltkarte angucken, jedes Feld hat verschiedene Parameter quasi, zum Beispiel, ob man darauf laufen kann, ja, das ist dann hier mit einem Häkchen eingetriggert quasi, was für ein Terrain das ist, da haben wir Gras, Grasglade, Grass, Forest, Hills, Forest Hills, Mountains, nicht so tiefes und tiefes Wasser, die verschiedenen Cities haben wir hier unten und so weiter und so fort. Dann sollte ich vielleicht tatsächlich nochmal verschiedene Nummern geben, dass wir City 1, City 2, City 3 haben oder sowas, damit ich die ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Dann gibt es einen Food Multiplier, das heißt, wie viel Nahrung unsere Einheiten verbrauchen, wenn sie auf dem Feld sind. Die Idee dahinter ist quasi, dass wenn wir auf einem Grasfeld sind, das ist so die Baseline, ja, das ist immer 1, im Schnee oder in der Wüste brauchen wir aber dementsprechend mehr Vorräte. Von daher ist der Verbrauch da doppelt so hoch, beziehungsweise hier unten 1,5 mal so hoch. Dann haben wir noch den Zeitmultiplier. Das ist, wie schnell wir uns hier als Reiter auf diesen Feldern bewegen. Dann haben die Dinger noch eine Temperatur. Es gibt kalte, ausgewogene und heiße Felder. Also die Wüste ist heiß. Winterfelder oder Schneefelder sind kalt. Das will ich dann später haben, dass manche Einheiten eben Vorteile haben. Zum Beispiel, dass die Eisschleime auf den Eisfeldern besser sind oder halt in den heißen Feldern schwächer sind. Ist alles noch nicht implementiert, aber das ist so die Idee dahinter. Das ist also die Kämpfe auch durch das Terrain, auf dem wir sind, beeinflusst werden und dass die Level natürlich auch anders aussehen. Wenn wir gucken, wenn ich jetzt hier nochmal in den Random Encounter gehe,
Es ist relativ egal, auf was für einem Feld wir sind. Ja. Wenn ich jetzt auf Kämpfen klicke und wir kaufen einfach mal ein paar. Das ist immer dasselbe Level momentan. Ne? Ich muss verschiedene Level designen oder am besten vielleicht sogar irgendwas programmieren, dass ich ein Random Level habe. Soweit bin ich eben noch nicht. Aber genau, hier können die Viecher jetzt schon mal miteinander kämpfen. Gerade wenn nur Schleim gegeneinander kämpfen, kann es ein bisschen dauern, weil die nicht immer genau dahin springen, wo der Gegner ist, sondern auch so ein bisschen daneben springen können. Sie sind nicht sehr schnell. Das heißt, ihr könnt sehen, die springen auch gerne mal daneben. Und wenn nur Schleime kämpfen, dann muss man die auch nochmal reinsetzen. Kann es ein bisschen dauern. Außerdem kann man nicht wirklich gut auseinanderhalten, welche Schleime zu uns gehören und welche Schleime zu den Gegnern gehören. Ich glaube, ich werde das machen, indem ich denen unterschiedliche Health Bars gebe, damit man die besser auseinanderhalten kann. Sie sind auch ganz leicht eingefärbt, also man kann sehen, dass die beiden grünen Schleime ganz leicht unterschiedlich aussehen. Oh, gewinnen wir? Gewinnen wir? Ein Hit noch? Unentschieden. Alle tot. Das hatte ich auch noch nicht. Ist ja interessant. Hier liegen sogar noch die Schleimkrümel rum. Ja. Naja, jedenfalls ist es so der aktuelle Stand. Also man kann Einheiten kaufen und verkaufen. Man hat diese World Map, auf der man rumlaufen kann. Und ich bin jetzt halt quasi dabei, diese ganze Random Encounter zu machen. Ich habe jetzt erst 4 Stück hier unten. Und was ich zeigen wollte, da kann man jetzt sehen, zum Beispiel der Encounter mit den großen Schleimis, ja, das ist, glaube ich, der hier, ja, da habe ich dann quasi diese Werte, die ich eintragen kann. Ja, ich kann hier oben das Terrain auswählen, wo passiert das gerade, also dieser Encounter, was ist für diesen Encounter wichtig, dann kann ich hier quasi auswählen, das soll nur auf Gras passieren und nur in normaler Temperatur. Die Multiplier, die ich schon angesprochen hatte, da kann ich hier das Bild auswählen, das im Hintergrund angezeigt wird, den Text dazu schreiben für den Encounter, sagen, ob zu diesem Encounter Gegner gehören. Das sind halt momentan, wenn ich das mal ausklappe, diese 8 grünen Schleime, die bei dem Encounter dann eben uns begegnen. Der nächste Schritt wird sein, das ist tatsächlich auch was, da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie ich es lösen werde. Da setze ich mich heute quasi tatsächlich dran. Wenn ihr mal seht, ich habe jetzt hier einen Encounter. Und ich habe diese 3 Buttons hier unten. Run, Wait und Fight. Die sind natürlich jetzt so programmiert, dass sie immer dasselbe machen. Aber je nachdem, was hier für ein Text steht und was das für ein Encounter ist, muss ich den Text und die Funktion des Buttons natürlich auch ein bisschen ändern. Ich meine, wenn jetzt hier so stehen würde, wie ihr trefft einen Händler, wollt ihr handeln, macht Run, Wait und Fight natürlich nicht so viel Sinn. Da muss hier so was stehen wie Leave oder Sell Your Wares oder sowas, also dass man handeln möchte. Trade oder sowas, also vielleicht Leave, Trade und in der Mitte dann vielleicht noch sowas wie Attack oder sowas, keine Ahnung. Aber das muss ich natürlich dann für jeden Encounter quasi, muss ich mir überlegen, was für Buttons da unten sichtbar sein sollen. Das heißt, ich muss nicht nur den Text ändern, das ist ja noch relativ leicht, sondern ich muss dann auch zum Beispiel hingehen und im Encounter-Menü hier habe ich meine Buttons. Ja, hier ist quasi programmiert, was passiert, wenn man diese Buttons klickt. Button 1, kurz mal überlegen. Achso, genau. Button 1 ist quasi der Run-Button momentan. Der macht einfach, dass dieser Encounter wieder unsichtbar wird, dass die Pause aufgehoben wird und spielt den Klick-Sound. Mehr macht das Ding ja nicht. Also wenn wir nochmal gucken, das sind genau die 3 Sachen, die passieren. Wenn ich jetzt hier rumlaufe und es kommt ein Encounter, das ist der erste Button hier unten. Das Spiel ist jetzt gerade pausiert. Wenn ich auf Run drücke, verschwindet dieser Bildschirm hier wieder. Er wird unsichtbar. Wir machen den Button geklickt Sound, den ihr gleich hört, und natürlich wird das Spiel wieder die Pause aufgehoben und wird fortgesetzt. Genau das ist passiert. Wir haben direkt noch einen Encounter, lustig, weil hier zweimal 0,1 gewürfelt würde. Das heißt, wir rennen nochmal. Ja, und da könnt ihr sehen, genau das passiert. Während, wenn wir auf den dritten Button drücken, was der Fight-Button quasi momentan ist, dann haben wir hier, wird auch die Szene, also der Encounter, wieder unsichtbar. Dann wird die Pause aufgehoben und dann laden wir eben den Level 1. Nicht stimmt gar nicht, dann gehen wir ins Kaufmenü. Dann wird das Kaufmenü geladen quasi. Ja, das ist ja, wie wir dann da rauskommen, damit wir unsere Einheiten auswählen können, mit denen wir dann in den nächsten Kampf gehen wollen. Und das heißt, die Funktionalität dieser 3 Buttons muss sich je nach Encounter anpassen. Und wie ich das mache, weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Ich habe hier schon verschiedene Ideen. Ich könnte in der Szene quasi, also wenn wir auf unseren Encounter gehen und uns das angucken und den hier einschalten, so sieht das Ding aus, ja. Dann habe ich hier unten meine 3 Buttons. Die heißen jetzt einfach Option 1, Option 2, Option 3, beziehungsweise hier Button 1, Button 2, Button 3. Kann ich eigentlich auch mal, wenn wir mal dabei sind, kurz ändern. Button. Ja, wir wollen, dass das Buttons sind, keine Option.
falsch benannt am Anfang. Und ich könnte jetzt quasi noch mehrere Buttons mit anderen Funktionen dahin packen und dann einfach nur, also wenn ich vor, ich mache jetzt Button 1 hier, ich mache noch einen Button 1. So, jetzt wäre der hier unten. Jetzt hätte ich hier vier Buttons, da ist das Problem tatsächlich. Ich könnte vielleicht da machen. Dann könnte ich diesen Button 1 über diesen Button schieben. Ah, der hat jetzt eine andere Größe. Ich müsste den tatsächlich ein bisschen größer machen. Ihr seht schon, da kommen schon die ersten Probleme. Aber ich könnte das quasi so machen, dann hätte ich jetzt hier zwei Buttons übereinander. Und die könnte ich natürlich unterschiedlich programmieren. Und nur nachdem, welcher Encounter hier gerade passiert, könnte ich dann halt den Button anschalten mit dem Text und der Funktionalität, den ich gerade brauche. Dass ich quasi ganz viele Buttons habe, aber immer nur die drei in der Position anzeige, wo sie gerade gebraucht werden. Dann habe ich aber allerdings hier in meinem Tree, in meiner Szene quasi sehr viele Buttons. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass ich programmiere, dass sich das Verhalten des Buttons ändert. Wenn wir jetzt also quasi in den Encounter hier in den Text gehen, dass wir sagen, Button 3, ja, soll uns zum Kaufmenü bringen, aber nur if, was weiß ich, der Encounter, den wir gerade haben, sowas, ja, also nur wenn der Encounter, den wir gerade haben, auch einen Kampf-Encounter ist, nur dann wollen wir danach ins Kaufmenü gehen können. Nur dann soll auf diesem Button Fight stehen oder sowas. Können wir alles programmieren, aber das, je nachdem, wie viele verschiedene Arten von Encountern ich habe, friedliche, nicht friedliche, wo wir Entscheidungen treffen können, wird das dann ziemlich hässlich und ziemlich verwurstet, glaube ich. Da bin ich mir also tatsächlich noch nicht ganz sicher, wie ich das am besten machen möchte. Das ist eine von den vielen spannenden Fragen, die ich mich stellen muss. Den Button ja lösche ich erstmal wieder, den Button 4, den brauchen wir nicht mehr. Ganz geht. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich schon relativ happy und zufrieden damit. Die Animationen und so. So, ich muss das wieder. So. Die Funktionen und so weiter sind tatsächlich schon ganz nice. Klar, es ist noch nicht perfekt. Zum Beispiel sind wir noch auf allen Feldern gleich schnell. Ja, also auch wenn ich jetzt durch die Wüste reite, wird unsere Spielerfigur noch nicht langsamer. Will ich natürlich eigentlich machen. Es wird noch keine Nahrung oder sowas verbraucht. Ah, guck, hier habe ich zum Beispiel jetzt unterschiedliche Buttons. Es sind dieselben drei Buttons, wie ich sie davor hatte. Das zeigt jetzt das Problem ganz gut. You heard a suspicious sound, but it was probably just the wind. Und jetzt haben wir hier unsere Entscheidung. We can't allow ourselves to be distracted. Wir können uns also nicht ablenken lassen von den Geräuschen und dem Wind. Wir untersuchen das Geräusch oder wir setzen unsere Reise einfach fort. Und die Knöpfe machen aber genau dasselbe wie die drei Knöpfe eben, weil es dieselben Knöpfe sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke auf wir setzen unsere Reise fort, gehen wir trotzdem ins Kaufmenü, weil das immer noch der Kampf-Button ist. Versteht ihr? Er hat noch dasselbe Verhalten wie der Kampf-Button. Ich habe nur den Text geändert. Und ich müsste natürlich auch das Verhalten des Buttons ändern. Oder ich mache daraus einen ganz neuen Button und dann hat er halt andere Implikationen. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte euch aber auch nur den aktuellen Stand einmal zeigen. Ich bin da tatsächlich schon ziemlich stolz auf mich, was hier mittlerweile so funktioniert und auch noch nicht funktioniert. Aber ich habe da schon echt viel gelernt in diesem Projekt und bin happy. Und vielleicht kriegt man dieses Jahr sogar noch eine spielbare Version hin. Mal gucken. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Vielen Dank. Für die Leute, die es interessiert hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich sitze hier cozy im Bademantel, ist mir aber auch egal, Leute. Aber auch egal. Friday Facts kommen heute noch. Und Factorio Let's Play geht auch bald weiter, also.